Frau Faustmann wird jetzt kurz die Vorstellung des Autors und des Herrn Professor Thiering, der das Vorwort geschrieben hat, hier übernehmen. Dankeschön. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Sie sind eine erstsemestrige Studentin oder ein erstsemestriger Student. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem langen und spannenden Studientag an der Universität am Abend nach Hause. Plötzlich läutet das Telefon. Sie heben ab und es meldet sich einer der namhaftesten österreichischen Physiker. Was würden Sie in diesem Moment wohl empfinden? Sie wären wohl sehr überrascht, erstaunt, irritiert, ja vielleicht sogar sprachlos. Genauso ist es mir gegangen, als ich eines Abends zu Beginn meines Studiums abends nach Hause gekommen bin. Kaum hatte ich die Haustür hinter mir geschlossen, ist mir schon meine Mutter ganz aufgeregt entgegengekommen. Du wirst das nicht erraten, wer heute angerufen hat. Mit diesen Worten hat sie mich begrüßt. Ich, nichts ahnend und noch in Gedanken über die tagsüber neu gelernten Inhalte versunken, meinte: Ja, natürlich nicht, keine Ahnung. Daraufhin hat meine Mutter geantwortet, dass der große Physiker Walter Thiering angerufen hat. Noch immer nichts ahnend, wollte ich sagen, dass er wohl sicher falsch verbunden war und eigentlich jemand anderen erreichen wollte. Aber da meinte meine Mutter, er wollte dich sprechen. Wie mit einem Paukenschlag war ich plötzlich wieder hellwach und alle Gedanken an den Tag an der Uni waren mit einem Mal wie vergessen. Wie meiner Mutter war auch mir der Name Thiering wohl bekannt. Nicht nur als bedeutender theoretischer und mathematischer Physiker, als früherer Direktor am CERN, sondern auch als Autor des erfolgreichen Buchs Kosmische Impressionen, Gottes Spuren in den Naturgesetzen. Ich fragte mich, was könnte ein so namhafter Wissenschaftler bloß von einer einfachen Studentin wie mir wollen? Doch Gelegenheit, meine Gedanken zu sammeln, blieb mir keine mehr. Denn plötzlich läutete das Telefon. Aufgeregt und gespannt lief ich, um abzuheben. Hinter mir hörte ich noch irgendwie meine Mutter sagen: Schnell, das ist sicher wieder der Herr Professor. Und so war es auch. Walter Thiering erzählte mir, dass er an der Bibliothek des Physikinstituts auf meine Fachbereichsarbeit über die schwarzen Löcher gestoßen war. Diese Arbeit habe ihm so gut gefallen, dass er sich kurzerhand entschlossen hatte, Kontakt mit mir aufzunehmen und mich zu fragen, ob ich Interesse an einem persönlichen Gespräch in seinem Büro hätte. Klar, willigte ich ein, und dies war der Beginn einer mittlerweile schon langjährigen Zusammenarbeit und Freundschaft. Ich lernte Walter Thiering als äußerst mathematisch zielstrebig arbeitenden Physiker kennen. Seine besonderen mathematischen Fähigkeiten waren auch bei seinen Kollegen hoch angesehen und seine Arbeitsweise, den einen oder anderen Zwischenschritt bei seinen Berechnungen nicht zu Papier zu bringen, machte es selbst Physikprofessoren bisweilen nicht einfach, seinen Ausführungen zu folgen, wie ich später erfuhr. Auch als Universitätsprofessor in Wien genoss Professor Thiering einen Ruf, sehr streng zu sein. Und nicht jedem beliebigen Studenten wurde die Möglichkeit gewährt, unter seiner Betreuung eine Dissertation zu schreiben. Walter Thiering als gestrengen Professor erlebte ich aber nie. Im Gegenteil, er akzeptierte mich von Anfang an als gleichwertige Diskussionspartnerin und Mitarbeiterin. Stets war er offen für alle meine Fragen und Anliegen und immer aufgeschlossen für neue Ideen. Ein völlig neues, unglaubliches Gefühl für mich, da ich in meiner Schulzeit weil ich das Gegenteil erlebt hatte. Im Laufe der Zeit erfuhr ich mehr und mehr über Professor Thierings Lebensgeschichte. So berichtete er mir etwa über die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, in dem er auch mitkämpfen musste und in dem sein Bruder den Tod fand. Walter Thiering wollte eigentlich Musiker werden, aber er versprach seinem Bruder, im Falle dessen Ablebens die Familientradition zu erhalten und wie sein Vater Physiker zu werden. Aber die Musik ist bis heute Walter Thierings Hobby und Leidenschaft geblieben. So komponiert und spielt er nach wie vor gerne Orgel. Auch über seine Begegnungen und Zusammenarbeit mit Einstein, auch mit Schrödinger, Heisenberg und Pauli, erzählte mir Walter Thiering immer wieder vieles und war dabei auch nie um eine Anekdote verlegen.
So meinte er beispielsweise, angesprochen auf Einstein, dass dieser eine Vorliebe dafür hatte, auf das Tragen von Socken zu verzichten. Außer der Physik machte sich Walter Thiering auch sehr verdient um den Dialog zwischen den Naturwissenschaften und der Theologie und organisierte zu diesem Zweck in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Lore Sechsel regelmäßig sogenannte Kardinal-König-Begegnungen. Und diese Kardinal-König-Begegnungen führen mich zur eigentlichen Hauptperson des heutigen Abends, Herrn Dr. Mani Baumig. Als Juror zur Vergabe des Templeton Prize stieß Walter Thiering auf die Biografie von Mani Baumig und beschloss, beeindruckt von dessen Werdegang, Mani nach Wien zu einem Vortrag im Rahmen einer Kardinal-König-Begegnung einzuladen. Anlässlich dieser Veranstaltung hatte auch ich die Freude und Ehre, Mani Baumig persönlich kennenzulernen. Er hat eine wahrlich unglaubliche Lebensgeschichte, wie Sie schon erfahren haben. Geboren in einem bengalischen Dorf in tiefster Armut, überlebte er nur deshalb, weil ihm seine Großmutter ihre Portionen an Essen gab, sich so für ihn aufopferte und ihn vor dem Hungertod bewahrte. Durch Ehrgeiz, Fleiß und Begabung schaffte es Mani schließlich, nach einem Physikstudium an der namhaftesten indischen Universität ein Stipendium für Forschungen in den USA zu bekommen, wo er maßgeblich an der Entwicklung von LASIK, der Erforschung des Lasers und dessen Anwendung für Augenoperationen, beteiligt war. Mani arbeitete sich so sukzessive hoch und erwirtschaftete ein unglaubliches Vermögen. Aber einen besseren Eindruck, und zwar noch dazu einen anschaulicheren als meine Worte, wird Ihnen nun eine Videosequenz mit Mani Baumigs Kurzbiografie geben. He was originally born in Bengal, India, and he never had a pair of shoes until he was 16 years old. As a child, he dreamed of having a house on a mountaintop. This $5 million mansion is a monument to the American dream because it's owned by someone who beat all the odds. Dr. Mani Baumig was born into crushing poverty in the barren backlands of India. But in 1959, he won a scholarship to America. He beamed a fabulous fortune as a laser whiz. With more than a dozen patents in laser technology under his belt, the UCLA doctor designed his own Taj Mahal, right in Bel Air, California. So American dream is truly alive and well, and I think I'm a living proof. Even though Mani is enjoying the good life in California, spending time with presidents and dignitaries, he never forgot where he came from. His way of giving back was establishing the Dr. Mani Baumig Educational Foundation, where he is currently fully funding 67 very bright but underprivileged students for their degree in science, engineering, and medicine. These scholarships have been very well received, and he is making a tremendous difference in their young lives. And Mani himself has become a beloved man in his native land. He is taking his love of science to the children of the world by creating a cartoon series for television that gets kids interested in science in a way that entertains them visually. Beware, villains who violate the laws of nature! It's gravity, Ray. Something's happening to it. This is the big daddy of all natural law violations. For the grown-ups, he's written an inspiring new book that synthesizes the latest discoveries on how science and spirituality complement each other so beautifully. It's called Codename God. I've had the great pleasure to interview some incredible celebrities, many from the literary world, so many amazing authors, so many great books. One that I just read is a must-read. It's called Codename God, and it's written by a fascinating man, Dr. Mani Baumig. As Einstein said, I've quoted in that book, famous quote, that science without religion is lame, and religion without science is blind. Consciousness is beyond energy. Consciousness creates energy, and consciousness is totally abstract. Consciousness can actually affect energy, and as you know, consciousness can heal. Science cannot explain why we feel happy. Science can prevent us from going down a thorny path.
by showing that something that we have thought about is not right. The blueprint of everything that happens in this universe is encoded in space itself. Now, why can you not see it? Well, you cannot see gravity. You cannot touch gravity. Mind and matter are related, and that probably is the basis of true spirituality. I was able to be a volunteer in Gandhi's camp when he came to our area. I was following him like a little duckling around, and was privileged to sit by his side when he was giving talks to almost a couple of million people. He used to come every afternoon to hear him. Dr. Manny Baumick, laser whiz who helped lay the foundation for 15 million people having LASIK eye surgery. Physicist, philanthropist, author, and without a doubt, a connoisseur of life. Also, Dr. Manny Baumick hat wahrlich eine Entwicklung from mud to marble, wie er in seiner Autobiografie schreibt, vollführt. Aber bei all diesem Reichtum hat er nie seine Wurzeln vergessen, sondern nach wie vor besucht er regelmäßig sein Heimatland und setzt sich mit unglaublicher Hingabe für die Ausbildung der jungen Leute in Indien ein. Dies konnte ich selbst vor Ort miterleben, denn Manny lud mich zu der Präsentation der bengalischen Übersetzung seiner Autobiografie nach Indien ein. Ich kann nicht mit Worten ausdrücken, welch großartige Horizonte weitende Erfahrungen ich in Indien machen durfte. Einerseits war es schon so etwas wie ein Kulturschock, selbst in einem Luxushotel zu wohnen und auf der Straße die Lebensumstände der Leute zu sehen. Andererseits durfte ich aber die Wärme und Freundlichkeit der Leute erfahren, die mich sehr freundschaftlich aufnahmen und meinen Aufenthalt in Indien zu einem unvergesslichen Erlebnis machten. Selbst vor Ort in Indien zu sein, gab mir zumindest ein bisschen einen bildlichen Eindruck, wie Manny Baumicks Kindheit und Jugend verlaufen sein hat müssen. Eine Zeit lang an der Seite von Manny Baumick mitleben zu dürfen, hat mich auf eine besondere Art und Weise geprägt. Ich durfte Manny Baumick als unglaublichen Philanthropisten in seinem Einsatz für die Inder näher kennenlernen, beginnend von ganz kleinen Gesten, dass er jedem Hotelangestellten stets ein großzügiges Trinkgeld zukommen ließ, über die äußerst unterhaltsamen Gesellschaften beim Abendessen. Manny Baumick lud immer eine Menge Bekannte und Kollegen zum Essen ein, bis zu den Meetings zur Planung einer neuen Universität, die Manny Baumick in Kalkutta gründen möchte. In all seinem Handeln war und ist sein Einsatz für die Mitmenschen unverkennbar. Außerdem durfte ich Manny Baumick als sehr arbeitsamen Manager kennenlernen. Seine Besprechungen dauerten oft bis tief in den Abend hinein. Aber trotz seines gedrängten Zeitplans war es ihm immer ein Anliegen, sich Zeit für Diskussionen auch mit mir zu nehmen und mein Wohlbefinden in Indien zu gewährleisten. Für die Zeit, die ich mit Manny Baumick und seinen Freunden und Kollegen in Indien verbringen durfte, werde ich ihm immer sehr dankbar sein. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen kurzen Einblick in die beiden Lebensläufe von Professor Thiering und Dr. Baumick geben können. Zusammenfassend möchte ich nun noch festhalten, dass die beiden außergewöhnlichen Persönlichkeiten von Walter Thiering und Manny Baumick, obwohl sie unter völlig verschiedenen Umständen in der westlichen bzw. der östlichen Welt aufgewachsen sind und verschiedene Wege als Forscher einschlugen, doch in gewisser Weise sehr eng verbunden sind. Nämlich hinsichtlich dessen, was ihren Einsatz für die Wissenschaft, auch der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und ihrer Hingabe an die Spiritualität betrifft.